Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video bei Bunyo Boost. Und zwar haben wir heute ein richtig geiles Auto am Start, ein BMW M43i G20. Und Dennis, diesmal machst du ein richtig geiles Video vom Auto, nicht wie beim letzten Mal, war zwar geil, aber diesmal wird's geiler. Und los geht's. Hat euch gefallen? Falls ja, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben und ein nettes Kommentar da. Und 78% meiner Nutzer gucken die Videos ohne Abo an. Wirklich, lasst mal ein Abo da, um noch geilere Videos für euch zu bieten. So, hier ist der Dylan am Start. Das ist mein Schwager aus Stuttgart und ja, der zeigt uns jetzt mal sein Auto. Was hast du hier dabei? Ja, ein 3er M340i. Der Motor ist auch im 1er verbaut, im 3er F30, der B58, der auch im Supra verbaut ist. Tuning-Potenzial ohne Ende. Wie viel Leistung haben wir? Stage 1 roundabout 450, 60 PS. 450, 460 PS und Newtonmeter? 700 ungefähr. Boah, Leute, das ist auf jeden Fall schon fast M3, ne? M3 hat Serie, glaube ich, der Competition, 650 Newtonmeter, 510 PS. Und hier hast du schon auf jeden Fall mehr Newtonmeter und Allradantrieb, ne? Genau, zwei. Geil. Wie lange fährst du den Wagen? Knapp 2 Jahre. Bist du zufrieden? Ja, bist jetzt gar keine Probleme. Ist wirklich ein schönes Auto, ne? Muss man sagen. Ja, was hast du hier für, was hast du gemacht? Was ist hier anders? Man sieht natürlich Felgen, was hast du noch hier? Ich hab so unten so eine M Performance Frontlippe, dann Schmidt 21 Felgen. Geil, Felgen. Ne? Die Felgen musst du auf jeden Fall mal zeigen, die sind echt verdammt gut. Sehr schön. Mit dem Weiß, ne? Mit diesem, was ist eine Farbe? Bronze? Ja, so Bronze, Gold. Geil, echt wirklich sehr schön. Ganz normal M-Performance Seitenschweller. Ja. Und hinten auch noch ein Heckdiffuser. Und die Außenspiegel habe ich ein Außenspiegel sind auch wie M3, ne? Ja, Optik. M3 Optik, ne? Genau. Geil, wirklich geil. Und hier finde ich den Wagen auch richtig geil. Viel schöner als in M3 140 Serie mit der Außenverlage. Ist so angelehnt an M3 so ein bisschen, ne? Alles? Ja, ist halt weiter auseinander. Ja, geil, wirklich. Hier so eine 4-Rohr-Abgaslage. Normalerweise haben die ja nur so ovale. Also ein komplett so oval, ne? Hier haben wir, wie ich das sehe, ganz anderes Diffuser und anderen Endtopf, ne? Und das ist hier auch Carbon, ne? Genau, M3-mäßig angelehnt. Ja, mach auf, zeig mal von drinnen ein bisschen. Drin ist die Serie. Was hast du bei dem Auto jetzt verändert? Was ist gemacht? Ja. Nur Software? MHD Stage 1. Ja, MHD Software. Mittelschalldämpfer geleert und Endschalldämpfer auch geleert. Okay. Jetzt noch OPF drin und falls ich Stage 2 machen sollte, kommt dann Downpipe rein und OPF. Also, dann zeig mal ein bisschen hier von drinnen. Ist auf jeden Fall auch richtig geil für einen Dreier, wenn man sich vorstellt, wie so ein Dreier vor ein paar Jahren aussah, ne? Was sagst du, Dennis? Du bist ja gerade mit E90 gekommen, ne? Ja. Ist ein Unterschied? Wie Tag und Nacht, würde ich sagen. Tag und Nacht, ne? Hier alles beledert, hier ganzen Funktionen, zeig mal die Sitze auch, sehr schöne Sitze, ne? So, das Tacho auf 330 mit Kali habe ich das umgeändert. Und ja, Kali, ich zeige euch in letzter Zeit so oft hier auf Video, eine Kooperation wäre vielleicht auch mal geil. Komplett digital Tacho, digitales Navi. Hier auch mit dem neuen Schaltknüppel, richtig geil. Schiebedach auch verdammt groß, muss man schon sagen. Und als Viertürer, nicht schlecht, ne? So ein geiler Familienwagen. Ne? Muss man wirklich sagen, mit Bums unter der Haube. Geil, ich bin auf jeden Fall auf die Zeiten gespannt. 0 auf 100, 100, 200, V-Max, mal gucken. So, verbaut haben wir hier den B58. Genau. Ein Turbolader, ne? Ja. Oder ist es Biturbo? Nee, Biturbo. Ist ein Turbolader drin? Hä? 375 PS Serie und 500 Newtonmeter. Allradantrieb ZF, 8-Gang Automatikgetriebe ist verbaut. Wirklich auch verdammt schnell, muss man sagen. Ne? Ja, den Motor gibt es noch im Supra, im aktuellen Supra. Im 1er 140. Im 1er, 340 im 3er. Vorgänger, aber das hat nicht die verbesserte Hochdruckpumpe. Im 5er. 45er auch, ja. Ja. Alle 40er Modelle. X3, X1 glaube ich auch. Also in viele Modelle auf jeden Fall. Die 40er Varianten. Und die Frage ist, ist das geiler als ein M3? Lohnt sich das überhaupt, einen M3 zu kaufen, nur weil der ein bisschen breiter ist? Ne? Weil theoretisch gesehen ist das ein M3, so von der Funktion her. Ne? Außer dass ein M3 natürlich verdammt geil aussieht von der Optik. Ne? Und dann sich auch natürlich anders fährt. Der hat auch andere Dämpfer, hier der hier, ne? Als ein normale 3er. Der hat das normale adaptive M-Fahrwerk. M-Fahrwerk drin, 10 mm ist ja natürlich tiefer dann. Und ja, jetzt geht's auf die Autobahn. Wir sind zu zweit im Auto und Auto ist auch fast voll getankt, ne? Muss man dazu sagen. Aber wir versuchen mal unser Bestes. Auch von der Ausstattung her ist der Wagen echt verdammt voll. Ne? Ja. Distronic, Tempomat, Laserlight hat er, diese Laserlight-Licht da drin. Nicht schlecht, wirklich. Rückfahrkamera. Der kann selber hier mit diesen Rückfahrassistenten rein- und rausparken. Gestiksteuerung, was weiß ich. Also, das ist nicht mal so schlecht, ne? So, dann würde ich mal sagen, geht's los, ne? Yes. Ich bin echt gespannt. Ich habe den Wagen natürlich schon mal gefahren. Aber ist ja anders, wenn er dabei ist, ne? Jetzt kann man mal die Randale machen. Spaß, der fährt im Auto hinter uns mit. Ja, vom Fahren her, ne, 40er wie im BMW. Ich bin, wie ihr wisst alle, bin ich mehr so Mercedes-Fan.
aber auch M-Fan irgendwo. Ich habe ja auch mal einen M4 gehabt, richtig geil. Boah, geil. Das ist geil. Mies! Schon andere Liga, ne? Boah, ist aber wieder was anderes, so ein Mega-Sportwagen. Also der Wagen hat auf jeden Fall so knapp 50 gelaufen. Was verbraucht der überhaupt im Schnitt? 11,2. Ist okay, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich dachte, wie so ein 400 PS Ding. Was geil war mit der Kali, ne? Mit dem Kali OBD-Stecker, konnte ich einfach das Tacho komplett umändern. Auch 330er Tacho. Ja, ist echt krass. Voll geil, ne? Also BMW kannst du mega viel einstellen mit dem Kali OBD. In unserem begehrten Tunnel, wie mit dem C63, aber allerdings fehlt natürlich hier der V8. Ne? Ich mach mal jetzt hier, nur auf meiner Seite mach ich lieber die Scheiben runter, wegen Wind. Ja. Rumstellen mit dem Geplöpper über diese MHD-Software da. MHD ist, wer das nicht weiß, das steckst du einfach in OBD rein, hier vom ganz normal vom Auto, und kannst dann wie mit der Kali-App quasi das Auto programmieren. Ne? Ja. Richtig geil. Das kann auf jeden Fall, das Geplöpper kann auch viel länger machen, weiß ich auf jeden Fall. Geil. So, gleich haben wir auf jeden Fall umgerinnt. Da können wir mal richtig Gas geben. Was sagst du denn jetzt? Der Punch ist, wie soll ich das beschreiben? Schön gut, ne? Das ist auf jeden Fall heftiger als im C63. Ja, ne? Nur der Punch. Ja, klar. 100. Gemacht 100, 200? 9,9. Und 0 auf 100? 4,4. Ja, aber krass, unter 10 Sekunden, ne? Das geht aber auf jeden Fall schneller. Sagst du? Ja, ja. Das geht noch schneller. War leicht bergauf, ne? Voll getankt, aber auch. Darfst du auch nicht vergessen. Ja, ja. Wir beide wiegen auch nicht wenig, ne? Also kannst du auf jeden Fall eine gute Sekunde abziehen, muss man wirklich sagen. Ja, aber unter 10 ist schon mal stark. Ja, ist schon mal auf jeden Fall nicht schlecht, muss man wirklich sagen. Ist wirklich nicht schlecht. Nicht schlecht, ey, ohne Spaß. 280 und auch mit GPS und GPS und Tacho haben keine. Ja, doch, die haben schon Abweichung. Aber gut, warte mal. Ich bin jetzt da 143, hier sind 137, 6 Sekunden, 6 km/h, ne? Ja. 6 km/h Unterschied. Das heißt, ich war gerade 280 Tacho, knapp so 274 GPS. Und der ging noch. Ich glaube, der geht 300. 300 ist hier, glaube ich, möglich. Nicht schlecht. Da frage ich mich wirklich ohne Spaß, muss ich dann einen M3 kaufen? Weißt du, was ich meine? Ja, ich weil, weiß. Weil, ey, du hast hier auf jeden Fall Minimum, was weiß ich, 30.000 Euro günstiger, ja, als ein M3 und hast quasi eigentlich so gesehen ein M3, nur halt jetzt die Optik nicht. Ne? Kannst jetzt wie er jetzt hier ein bisschen nachbauen? Ja, Leistung ist für die Leute halt nicht alles. Ne? Hast halt eben noch viele Spielereien, Fahrwerk. Aber ich muss auch sagen, ich bin noch nie in einem M3 G80 gefahren. Deswegen kann ich das jetzt natürlich auch noch nicht beurteilen. Ja. Aber so vom Fahren her, ey, der ist nicht schlecht. Ja, Leistung hat er ohne Ende, ehrlich. Ja? Also, das ist krank, was der für einen Punch hat. Geil. Nicht schlecht. Wir müssen auf jeden Fall noch eine Messung machen. Eine müssen wir noch. Ich habe hier eine Skala drin, die geht bis 800 Newtonmeter und 560 PS. Und der macht das bis da voll. Ja, ist schon so gute 470 PS. Fühlt sich aber auch so an, so wie 450 PS fühlt sich das ja, auf jeden Fall. Ich auch sagen, genau. Und eins musst du überlegen, ne? So ein E290 M3 lässt er links liegen. Ja, das stimmt. So ein
M3, einen echten M. Ja, ja. Das Geile ist, ich mache den Tank jetzt natürlich ein bisschen leer. Aber wird nichts bringen, der hätte knaster leer sein sollen. Ja. Dann wäre das viel, viel besser von der Zeit her. Also eine Sekunde kannst du auf jeden Fall 100%ig abziehen. Dann wären wir so bei 8,9 Sekunden, ne? Das ja, ist schon perfekt, also Voraussetzung. Eine Person, Tank leer. Ne? Gerade Strecke. Oh. Kurven. Ich fahre hier gerade mit 80, ne? Oh, so. Hey, wir fahren einen BMW, ne? Normalerweise, du weißt, in der Kurve machen die den hier direkt. Nicht schlecht. Wenigstens haben wir heute im Gegensatz zum C63-Video geiles Wetter. Ja, das stimmt. Was eigentlich voll schade ist, weil das der C63 war. Eigentlich wäre der in der Sonne noch geiler gekommen. Boah, ja, Mann. Schade. Nächste Messung. Ach, der ist im komplett manuellen Modus. Z4, 40i für uns. Heute BMW-Tag, ne? Heute ist BMW-Tag, auf jeden Fall. 4,5, was hatten wir gerade? 4,4, ne? Ich glaube ja. Ja, 4,5 haben wir jetzt gemacht. Sorry, Dylan, ich krieg's gerade nicht besser hin. Zwei Mann, ne? Ja, keine Perfektbedingungen. Und voll, fast voll getankt, ne? Das Video hat euch gefallen, Leute. Danke nochmal an Drillon. Gerne. Echt, Maschine, Alter, geiles Auto. Und lasst einen Daumen nach oben, ein Abo da und einen Kommentar. Und ich sag mal, bis zum nächsten Video, meine Freunde. Ciao.